Alles klar, ist Verwirrung pur. Also ist das Kinderzimmer richtig rum? Klar, auf dem Kopf war doof. Sparschwein steht da. Ach, niedlich. Das klingt doch. Das sieht doch schon mal positiv aus. Das ist ja ein süßes Schweinchen. So. Someone's home? Someone's home. Jemand ist zu Hause. Oh oh. I feel like mom's always been a traditional housewife. Ich habe das Gefühl, Mom war immer eine traditionelle Hausfrau. She does complain even when wronged. Also sie. Ich glaube, sie gibt also dem Mann sogar recht, wenn er falsch liegt. Irgendwie so. Ich mag das wirklich nicht. Oder sie gibt nach, wenn ihr gesagt wird, sie macht das falsch, obwohl sie gar nichts falsch macht. Es gibt keinen Weg, in die Vergangenheit zurückzureisen. Daddy, was willst du denn dazu sagen? Oh, Moment, wir kommen gleich zu dir. Nichts weiter hier. Da ist eine Tür nach draußen und da ist ein Fenster. Fenster rausgucken? Kann nichts weiter sehen. Sonst könnte das sein. Da oben ist auch so ein Auge in dem Ding über der Tür. Ich kann nicht das Geringste da draußen sehen. Wo sonst könnte das sein? Damals, außer an Neujahr, trank Dad niemals Alkohol. Also Alkohol nehme ich an, dass das damit gemeint ist. Also trank er niemals zu Hause. Ich vermisse die Tage, an denen er Späße und Geschichten erzählt hat. Nichts Neues bei Mutti? Nee. Hey, ja, ja. Was? Nein, 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 ich will ja. Was ist das? Kann ich da nochmal zurück? Pictures of Mom, Dad and I. Also Bilder von Mom, Dad und mir. Die Augen wurden weggerubbelt. Was soll das denn bedeuten? Item received filled glass cup. Gefüllter Glasbecher. Ah je. Filled with sadness.
Also dim glow, also mit Trauer gefüllt oder Traurigkeit. Und glüht ein bisschen, leuchtet ein bisschen. Ja. Jetzt bin ich wieder hier. Nee, macht alles keinen Sinn für mich. Weiß nicht. Also alles schön und gut. Aber ich bin ja kein Psychologe. Was haben wir denn hier? The door is locked. Na. Nee, oder? Ist geschlossen. Wollt ihr mir jetzt... Ich dachte, das Spiel ist zu Ende. Ich verstehe es nicht. Jetzt mal ernsthaft. Ich bin doch kein Psychologe. Stehe ich wieder hier? Ernsthaft? Leute. Ist das wieder endlich zu Ende? Ich verstehe es nicht. Tauchen die Spuren hier irgendwo wieder auf? Auf der anderen Seite wieder raus. Wahrscheinlich. Ist das irgendwie so eine Spiegelung? Was sollen wir die Fußtappen am Boden denn sagen? Und was mache ich jetzt mit dem Becher Zeugs? Oh! Dass das vielleicht mit dem Licht da zusammen, wenn man das ausmacht, dass man das sieht. Ich habe diese Tür bereits benutzt. Ah, jetzt sieht man aber, wie man hin und her laufen muss. Na, das findest du ja ohne das Zeug nicht raus. Das ist ja echt wahr.
Und wie lange soll ich jetzt hier warten? Das ist ja aufregend. Ah ja, Spritzen. Oh, oh. Ich was? Add for private bus. Add for private investigator. Has been cheating. Comes home late. We specialize in tracking people. This looks like an ad for a PL firm. Okay, wurde wohl vermutet, dass der Vater fremd geht. Und daher ein Privatdetektiv engagiert wurde. Jetzt ist hier wieder eine Tür. Und da wieder eine Tür. Aha. Also damals, als sie im Bett lag, oder als ich im Bett lag, konnte ich Mom und Dad noch durch die Wand flüstern hören oder reden hören. Sie hatten so eine gute Verbindung damals. Meine Übersetzung. Ich weiß nicht mehr, wann ihre Gespräche in die Fanning, weiß ich nicht ganz genau, aber auf jeden Fall Silence ist ja Stille, also als sie, ich weiß nicht, wann sie aufgehört haben, miteinander zu reden, sozusagen. Später kam Dad nur noch nach Hause, wenn er stinkbesoffen war. Mom saß immer nur in einer Ecke, so huddelt oder versteckte sich in einer Ecke und versuchte ihre Tränen zu verbergen. So, ich habe keine Items mehr. Ich gehe aber davon aus, dass jetzt auch keine mehr dazukommen. Ja? Ein leerer Tisch. Darauf sind, ja, plenty of assignment papers. Irgendwelche Vertragspapiere, ne? Assignment? Ich bin mir nicht ganz sicher. Stapelweise Papier halt. Ja, was gibt's denn jetzt hier noch alles zu entdecken, Leute? Mein lieber Shiva. Also hier ist so nichts mehr. Tisch habe ich mal geguckt. Jetzt rennt sie wieder. Kann ich nochmal hier rein? Hat sich da was geändert? Gibt es hier noch was anderes zu sehen? Der Controller hat mir auch schon bereits Bescheid gegeben, dass er gleich leer ist. Das haben wir alles schon gelesen. Ich bin langsam. Wirklich nicht mehr gewillt weiterzuspielen. Wann ist denn das Spiel bitte zu Ende?
ist laut. Ich weiß doch auch nicht. Leute. Ah, toll, bin ich wieder hier. Was macht denn das für einen Sinn, bitte? Jetzt bin ich aber bloß noch hier. Jetzt ist die ganze Wohnung nicht mehr da. Jetzt ist nur noch die Tür da und die Tür da hinten. Himmel, hilf, was ist das? Ich möchte doch bitte nur das Spiel jetzt endlich beenden können. Mache ich irgendwas falsch? Ich mache definitiv was falsch, sonst wäre das Spiel ja schon längst rum. Eieieiei. Freunde der Nacht, was ist das? Gibt es irgendwelche Spielmechaniken, die ich noch nicht verstanden habe? Ist auch das gleiche wie immer. Hier. Ja. Sie durch die Wände schnacken hören. Ja, genau. Irgendwann kam er nur noch besoffen nach Hause. Ach, geil. So. Jetzt habe ich hier vielleicht so irgendwas nicht gemacht. Gibt es hier vielleicht irgendeine genaue Frequenz, die ich habe? So, jetzt wollen wir nochmal gucken, ob wir hier vielleicht noch irgendwas anderes jetzt finden oder irgendwie was noch machen können. Hier dürfte jetzt alles noch durcheinander sein, ne? Guck mal, the door is locked. Ach, a strange code on the door. Meet the right person at the right time. Was heißt das jetzt wieder? Meet the right person. Wen soll ich denn jetzt wann treffen? Zum richtigen Zeitpunkt die richtige Person treffen. Ja, ihr seid da witzig, ey. Verstehe ich echt nicht. Zur richtigen Zeit treffen. Kann ich mich einfach hinlegen, bitte? Das scheiß Sparschwein regt mir jetzt auch schon auf. Wahrscheinlich ist es genau die Tür, die auf der anderen Seite nicht aufgeht.
richtige Person zum richtigen Zeitpunkt treffen. Toll. Also ich mach gleich Schluss. Die richtige Person zur richtigen Zeit treffen. Drei bis vier Stunden Spielzeit haben sie gesagt. Ich bin über sechs Stunden jetzt dran. Ja, also eigentlich ist es doppelte Wald. Trifft die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt. Ja, also es tut mir leid. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, fick dieses Spiel endgültig mein Hirn. Ich weiß nämlich nicht mehr. Moment, da ist eine Tür da unten. Nee, oder? Ach du heilige Scheiße. Habe ich nicht gesehen, wer meine Facecam davor war. Meet the right person at the right time. Nach 7? 17:35? Das in der Mitte? Three clocks. None of them are running. But it looks like I can turn the hands. Ja? Moment, hier ist auch wieder ein Lichtschalter. Ah, den kann ich allerdings nicht bedienen, okay. So Leute, jetzt mal ernsthaft. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wann ich hier stopp. Wenn ich hier irgendwas machen soll, ich habe keinen Plan. Wirklich nicht. Richtige Person zur richtigen Zeit treffen. Aber das bringt nichts hier. Das bringt mich überhaupt nicht weiter. Ich checke nichts mehr. Ist immer noch zu. Ja, nee, das war's. Ich muss das irgendwann anders nachholen. Ich komme so nicht weiter.